Digitalisieren. Jetzt. Willkommen zurück zu Divinity Original Sin mit dem Gnomenlied. Hallo, ich bin der Gnome. Wir stehen hier in der Kammer der Geheimnisse bei der dingskomischen Frau hier, wo wir eigentlich gar nicht mehr sein wollen. Wir sind ja eigentlich fertig hier, oder? Wir haben ja eigentlich alle Geheimnisse gekauft, die wir kaufen können, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Hervorragend. Dann, also was wir noch kaufen könnten, wären diese ganzen Geheimnisse der Welt oder so. Ja, wollen wir die jetzt wirklich alle einzeln suchen? Nein. Ja, siehst du. Nee, aber nee, nicht suchen, aber die kann man hier bei ihr kaufen. Ja, aber dann müsst du. Das geht ja nicht für alleine. Die müssen wir ja wirklich noch suchen. Sag mal, wie viele Leichen hier einfach mal liegen, weil wir zwischendurch diese Gnome abgestartet haben. Oder Imps waren es ja. Das war tatsächlich ziemlich. Ach, Quatsch. Was? Nein, wir haben die aus dem gehauen und dann wollten die uns hauen und dann haben wir uns nur recht. Achso. Das sagst du jetzt, aber was sagst du dann? Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Weiß ich nicht, aber ich habe gerade Hannemanns Axt Stufe 7 gefunden. Aha. Ich hol mir mal zwei dieser Geheimnisse und guck mir die mal an. Ja, jetzt nur, weil du meine 8000 Gold hast. Ja. Aha, Tagebuch. Ach, siehst du, die Geheimnisse werden ja auch nochmal extra angezeigt hier. Bekreuzt sich dreimal, kann das sein? Das Steckchen wurde entdeckt. Wir haben übrigens immer noch diesen komischen Schädel für die eine Nebenquest gefunden, nicht wahr? Stimmt, für den Typen da am. In Süßerhill. Ich würde da tatsächlich ganz gerne mal hin, wegen Schmieden und so. Nach Zysel. Jetzt oder nach Boreas? Jetzt. Also ich will zumindest davor mal versuchen, ob ich das mit dem Tenebrium hinbekomme. Na gut, warte, dann bleib mal stehen, beweg dich nicht so viel. Nach Zysel, du Halunke. Ja, ja. So. Bin ich ja mal gespannt, was mein Internetanbieter rausfindet. Ich finde bestimmt was. Und ich habe sogar noch getwittert von wegen, ja, Störungsaufnahme. Ja, warte mal, vor allen Dingen, ja, auf einmal war hier schon wieder 1000er Ping. Ich habe auch gerade Dingens gehört. 200er Ping, ja, das liegt hier nicht nur an meinem Ende, Freunde. Oder die machen gerade was. Das kann natürlich auch sein. Das ist durchaus möglich, ja. Aber selbst wenn, der Ping sollte ja trotzdem nicht hochgehen, so krass sich bewegen, wenn ich was mache. So, waren hier nicht die Schmiede? Ich habe mich gerade an irgendeinen Ort teleportiert und so genau, die war irgendwo links oben, glaube ich, oder auch nicht? Ich glaube auch. Was denn jetzt? Was denn? Warte mal. Ich habe die Schmiede übrigens gefunden. Die ist tatsächlich, naja, im Westen. Mehr oder weniger. Ja, die ist eigentlich ziemlich im Westen. Ja, doch. Mehr Westen als alles andere. Irgendwas? Keine Ahnung. Also irgendwas hat gerade schon mal nicht gestimmt. Ich weiß nicht was. Strange. Ja, mal gucken. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Ja, weil wir haben hier auch alle Quests abgeliefert. Bis auf die eine, die wir irgendwie nicht machen konnten. Wie lange rennt denn mein Charakter hier noch? Das dauert hier ewig. Ich zauber hier gleich Beschleunigung auf mich. Achso, ich renne gar nicht, sondern ich. Ja, ist klar, dass du wieder nicht rennst. Ich renne auch, aber nur ein paar. Ich mache nur einen Latenztest gerade. Ja, ist klar. Läuft, 20. Ja, hier hinten haben wir sie. Ich habe mal ein paar Kisten mitgenommen. Dum. So, da haben wir den Brennofen. So, wie war das jetzt? Einfach draufklicken, ne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Es war auf jeden Fall nicht so einfach. Ich tick mal drauf. If I got anything that needs a good firing. Habe ich etwas, das verbrannt werden kann? Ja, das hast du. Zumindest, jedoch du. Also ich kann dir auch mal mein, ich habe auch noch einen ganzen Rucksack mit Handwerksmaterial. Den kann ich dir auch mal spontan rüberschmeißen. So ist nicht. Moment. Ich brauche nicht so viel eigentlich. Ich brauche eigentlich primär nur mein verfluchtes Tenebrium. Verfluchtes Tenebrium? Nee, also das war tatsächlich gerade mein Adjektiv. Achso. Das kann man bei diesem Spiel nicht so genau wissen. Wie viele Bücher ich hier noch habe. Hier. So. Fahrt blockiert. Wie Fahrt blockiert? I got anything that needs a good firing. Ja, ich brauche etwas, warte mal. Was brauchst du denn? Magische Tragödien? Habe ich die ganzen Bücher eigentlich schon mal aufgeschlagen, die ich hier alle habe? So, jetzt. Oh, das gibt Erfahrungspunkte. Ja, nicht gerade wenig. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Moment. Ah, es gab nur einmal einen Erfahrungspunkt, sicherlich wegen dem Tenebrium. Was hast du denn gebaut? Fragen wir mal so. Barren. Ja, gut, die können wir auf jeden Fall teuer verkaufen, das ist schon mal schön, aber. Nein, daraus werde ich aber gleich was machen. Tust du das? Wenn das gut läuft. So, jetzt brauche ich einen Amboss. Hier ist ein Amboss. Ich habe geschmiedet. Also ich kann ja mal gucken, ob ich in der Zwischenzeit mal Pfeile herstellen kann für Dings. Ne, kann ich nicht.
legen wir das hier drauf. Und jetzt machen wir was damit. Ich kann tatsächlich Pfeile herstellen. Wie lief das denn mit dem verfluchten Handwerk? Ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall irgendwo eine Wiki-Seite offen, wo das alles draufsteht. Das ist eine lange, lange, lange Tabelle. Die mache ich immer wieder gerne auf. Nicht genügend Handwerk. Wie konnte man mal Stapel teilen? Warte, mit Umschalt, glaube ich. Warte, lass mich kurz umprobieren. Ja, mit Umschalt, genau. Mit Umschalt und dann irgendwo hinschieben. Dann ging das. Wie Pfeile ich hier noch habe, das ist ja der Wahnsinn. Das ist aber, das, jetzt ist die Musik, Alter, das ist ja dämlich. Das ist gerade das, wo ich hier gerade angefangen habe, hier mal ein bisschen Inventarmanagement zu machen. Das ist die Musik, Alter. Das ist furchtbar. Du hast was gefunden? Was? Dein Charakter hat gerade gesagt, er spotted something. Das hat sich wie gesagt, jetzt hättest du irgendwas Tolles gefunden. Wieso kann ich das denn? Hä? Wie muss ich das denn jetzt zerkloppen? Das gibt's doch gar nicht. Mit einem, du brauchst vielleicht einen Schmiedehammer dafür? Hab ich ja. Achso. Ich bin nur die ganze Zeit schon unser Reparator. Ja, dann weiß ich das nicht. Benutzen. Hä? Ich weiß ja nicht, ob du die gleichen Handwerksbücher gelesen hast wie ich. Braucht man dafür irgendwie Vorwissen? Ich nicht. Ich guck gleich nochmal nach. Also nicht laut, nee. Ich wäre gerade, warte mal, wie läuft denn das? Gut, dass wir uns das nicht vorher vorgelesen haben. So ist das true, das passt. Ach, nee, Quatsch. So, warte mal. Warum kann ich denn die einen Dampfwolkenpfeile nicht auf die anderen stacken? Die sind genau die gleichen. Ich habe die Idee. Ach so, hast du das? Nicht genügend Handwerk. Toll. Zu hoch? Wie zu hoch? Wieso denn zu hoch? Hä, was ist denn? Zu hoch? Wie zu hoch? Have I got anything that needs a good firing? Ach, der will das da reinpacken, oder was? Nee, ich soll die... Hä? Laut... Laut? Laut der Seite, die ich habe, ne? Heißt es, dass ich, Ach, ich kann aus einer starken Sehne, kann ich eine Bogensehne bauen, das ist interessant. Ah, Quatsch. Ich habe das, glaube ich, gerade falsch gemacht. Weißt du, warum mich dieses Inventarsystem ein bisschen erinnert? An Ultima Online. Da hatte man auch Leute, so noch kleinen Rucksäcke überall rumliegen. Okay. Das habe ich jetzt auch. Also ich hab hier stimmt. Und auch im Ultima 7, oder wie das hieß. Oh, das ist ja schon eine Ewigkeit. Ich hab dir übrigens gerade mal zwei Stahlbarren geschickt, die ich gerade noch so rumliegen hatte. Guter Mann. Oh, ich habe hier noch ein Kompendium der Techniken der Sterblichen. Das sollte ich vielleicht mal lesen. Ach ja. Depp. Hoppy Doppy. Ach nein, jetzt kann ich auch Handwerk 4 haben. Bringt mir das irgendwas? Ich könnte das jetzt leveln, weil ich habe gerade noch ein Kompendium der Sterblichen in meinem Inventar gefunden. Ich weiß es nicht. Das lag da, ich guck gleich mal, weil ich mache ja auch mal die Crafting-Seite auf. Das ist nicht mein Browser. 10 habe ich noch mit. Das ist, was liegt denn das hier gerade? Hier, Reddit. So, DaVinci Original Sin, Crafting. Eine Nadel habe ich hier noch, eine Feder. Warte mal, irgendwo ist doch, wo waren die ganzen Handwerksrezepte? Rezepte. So. Also man kann aus einer großen Stahlbarren kann man einen großen... Das ist ja auch ein unfassbar kompliziertes System hier. So. Warum ist denn das hier eigentlich so rangezoomt? Das ist ja schlimm hier. Das war zu viel. Nein, das tue ich. Vers Schmilz 3 habe ich. So, dann werde ich jetzt mal versuchen... Im Zweifelsfall habe ich auch noch alle anderen Bücher. So ist es nicht. Ich habe hier einen ganzen Rucksack voller Bücher. Das ist... Ich habe ja auch noch Riesennägel, falls du die irgendwann mal brauchst. Falls du nicht mehr so viel ausrüsten möchtest. Also, ich könnte aus Tenebrium bauen einen wabernden Kontrollstab aus Eiche. Ein Kontrollstab? Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was ich momentan hier finde. Sorry, Leute, dass wir es direkt dabei machen, aber doch, so ist das einfach true. Warte mal, das hier brauche ich alles Crafting 4. Was kann ich denn mit Crafting 4 überhaupt machen? Irgendwie brauche ich für alles 5. Ich kann, ich kann jetzt Unsichtbarkeitsränge zusammenbrauen. Das ist ja toll. Also tatsächlich kann ich irgendwie die ganzen uncoolen Potions kann ich jetzt machen. Man kann mit Tenebrium Barren... Hast du Handwerk 4? Gleich. Damit kann man nämlich eine Tenebrium verzauberte Waffe machen. Ja, dann gib mal her irgendwas. Ich habe Handwerk 4 jetzt. Wie mache ich das? Warte, was brauchst du dafür? Brauchst du nichts? Also wir brauchen eine
quasi ein Tenebrium-Waffen und. Warte mal, ich schau mal, ob ich eine Waffe habe, die ich einfach mal rüberziehen kann. Ich habe auch noch ein bisschen was im Inventar. Ich habe jetzt zum Beispiel noch so einen alten Halbhandspieß, Level 5. Oder wenn es besser ist, einen scharfen Speer, Level 11. Zieh das einfach mal, zieh mal das Tenebrium drüber, ob das funktioniert. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Tenebrium-Barren. Warte mal, ich muss mal kurz eine Waffe finden, die halbwegs levelig ist. Das haben wir hier, da vielleicht nicht rüber. Moment. Nicht genügend Tenebrium. Wie viel brauchst du dafür? Das sagt er mir nicht. Moment. Sagt mir nur, dass die Menge, die ich habe, nicht genügend ist. Aber das ist auch keine magische Waffe oder sonst irgendwas. Wir haben ja ein paar, oder? Ein paar Barren. Oder wie viel hast du noch? Jetzt noch 17. Aber nicht überfall mal. Ich überfall mal den Laden da eiskalt. Wir könnten theoretisch dann direkt mal ausprobieren. Warte mal, ich gebe dir mal meine Waffe. Und dann ja. Noch die anderen Barren. Versuch mal, das einfach darüber zu ziehen, ob das funktioniert. Nicht genügend Tenebrium. Hä? Gib mir mal alle! Davor müsste sowieso noch vor ein Dings sein. Ein Bestätigungsteil. So, 19 Barren, das muss ja mal reichen. Nicht genügend Tenebrium. Ach, warte mal. Ich habe eine Theorie, woran es liegt. Hm? Nicht genügend Tenebrium. Skill wahrscheinlich, oder? Nee, Skill. Also, du brauchst eigentlich dazu nicht. Ich habe es trotzdem mal gelevelt. Einfach nur. Ich versuche mal, die Barren über eine 5-Waffe zu schieben. Auch nicht genügend Tenebrium. Hä? Wie viel Tenebrium brauche ich denn? Also, ich schieb das mal auf eine Level 1-Waffe rauf. Das geht gar nicht. Na gut, auch nicht schlecht. Nicht genügend Tenebrium. Wie viel. Millionen Tenebrium braucht man denn dafür? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe dir erstmal deine Waffe wieder. Das war die hier, oder? Jo. Dann gucke ich immer mal in meinen komischen Crafting-Dienst. Ja, das ist ein Rätsel. Crafting 4. So, ein Tenebrium-Bar. Was ist das? Tenebrium ist schon das höchste. Tenebrium-Ohr plus Furnace. Machst du ein Tenebrium-Bar? Okay, gut. Schnell Crossbow, bla 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 bla. Ja toll, man braucht natürlich Crafting 4, um eine Magic Rope zu bauen. Toll. Es ist also mal levelabhängig, was dabei rauskommt. Und ich könnte jetzt quasi, also, habe ich irgendwo Stoffreste? Ich könnte eine polierte Stoffrüstung bauen, das ist ja toll, aber die hat dann natürlich keine magischen Eigenschaften. Ich kann auch eine Voodoo-Puppe. Ach, so braucht man Voodoo-Puppen. Ah. Und? Wie? Naja, man baut das erstes aus Kleidungsstücke und Faden, baut man erstmal eine Holzfigur. Und danach baut man mit einer Nadel und der Holzfigur baut man eine innerte Voodoo-Puppe. Und wenn man dann Crafting 5 hätte, was ich nicht habe, dann könnte man noch weitermachen. Okay. Ja, das bringt uns jetzt aber auch nicht alles so weit. Ich würde gerne mal was Cooles bauen. Ja, Tenebrium Enchanted Weapon. Ah, Crafting 5. okay. Außerdem braucht man Tenebrium Skills. Okay, warte mal. Boost Shield Upgrade. Also, ich kann jetzt schon. Warte mal, ich kann mal kurz gucken, ob ich jetzt. Ich glaube, ich kann nämlich mit einem Amboss. Kann ich jetzt prinzipiell erstmal alles verbessern, was ich habe, so wie es ausschaut. Ich probiere das mal. Wieso kann ich denn keinen. Dieses Crafting macht mich total kürre. Warum denn? Ich will gerade einen großen Eisenbarren bauen. Warte, da ein großer Eisenbarren ist anders als ein normaler Eisenbarren, glaube ich. Ja, ich weiß. Ich hab. Wie gesagt. Ach, die ziehe ich einfach übereinander, oder was? Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Ja, das ist halt Klassik. Was kann ich denn noch mit Crafting hier? Enhanced? Was? Ich kann einen Bogen mit einem Sextanten verzaubern? Haben wir einen Sextanten? Oder hab ich besser gesagt einen? Wenn ich jetzt schleppe ich das ganze Tenebrium mit mir rum. So kann ich jetzt. Wieso kann ich denn. Entschuldigung. I do not get this game. Why not? I do not know. Ich will doch gerade nur. Ach, mit dem Amboss jetzt auf einmal. Ich will jetzt gerade erstmal rauskriegen, wie ich einen Sextanten kriege, weil das ist nämlich das Beste, was ich aktuell gerade machen kann. Wie baut man einen Sextanten? Okay, scheinbar muss man einen Sextanten einfach haben. Jetzt habe ich mir ein Schwert gebaut. Ja, das Level 3 oder so. Was tatsächlich ziemlich gut ist. Aber ich brauche dafür Stärke 13. Oh. Aber es macht verdammt viel Schaden. Und ich kann ja mal kurz gucken, wie ich Schuhe bauen kann.
Was ist das Ding? Die Dinger heißen nicht Shoes? Was ist denn? Ah, Boots könnte ich vielleicht mal suchen. Boots. Boots, Level-Dings. Ah, oder ich kann auch Leder-Boots bauen. Leather Scraps plus Anvil. Superior Leather Boots und mit Level... Na gut, probieren wir es mal. Ich brauche Leather Scraps. Habe ich die irgendwo? Ich könnte hier einen Bogen... Haben wir einen Ast und eine Bogensehne? Wenn nicht, ich kann auf jeden Fall eine bauen. Ich habe das nämlich vorhin schon aus Versehen gemacht. Schau nach, dann kann ich eventuell einen Bogen kaufen. Warte. Ich habe hier eine starke Sehne und ich weiß, dass ich... Ich habe vorhin schon aus Versehen eine Bogensehne gebaut. Sehne plus Bogensehne, war das so? Bogensehne, jo. Muss ich jetzt nur noch finden, die ist hier irgendwo. Ich habe sie gerade gebaut. Mach doch einfach zuletzt hinzugefügt. Nee, die liegt ja in meinem Rucksack. Deswegen ist das macht. Obwohl ich. Ach, jetzt hab ich die noch angeschlossen, ich raste aus. Oder liegt die jetzt in meinem normalen Inventar, wenn ich die stark sehe? Wo ist denn jetzt diese Bogensehne hin? Ich raste aus. Mal ohne Witz, wo ist die jetzt hin? Ich hab die gleich, bestimmt. Natürlich. Ja, wirklich. Also die ist quasi jede Minute. Ich zahle meine Schulden, bestimmt. Da oben ist die hin. So, hier, da hast du deine Bogensehne. Cool. Jetzt brauchen wir noch einen Ast. Habe ich bestimmt auch. Irgendwo. Wenn du noch einen Stamm hast, dann brauchen wir dafür noch eine Handaxt und dann kriegen wir daraus ein... Ey, dieses Crafting, ne? Ich meine, schön, dass es das gibt, aber... Ich habe eine veraltete Zweihand-Breitaxt. Reicht dir das? Ich habe auch noch eine Hannemanns-Axt. Wenn wir die drüber ziehen können, dann müsste das reichen. Na, viel Spaß damit. Du hast jetzt auf jeden Fall eine Axt. Hast du nicht sowieso eine Axt? Und was brauchst du noch? Einen Stab, hast du gesagt, ja? Mein Hauptinventar ist natürlich wieder keiner. Ich habe hier noch 31 Felle, Alter. Jetzt habe ich das nach Goldwert geordnet. Typ. Wo ist denn jetzt dieser... Ich habe hier irgendwo meinen Rucksack offen, wo mein Crafting-Zeug drin ist, aber ich weiß nicht, wo er in ist. Wenn ich hier so eine Ordnung habe. Hä? Ich raff das nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie aus Versehen meinen Rucksack mit dem Zeug von A nach B geschoben. What? Ja, das ist der Rucksack ist leer. Ich will mal kurz das probieren, nicht erschrecken. Explodierst du gleich? So, muss ich vorher speichern? Nein. Verflucht. Klappt wohl nicht, wa? Ich will dich nur nicht verletzen. Ach, wisst ihr was hier? YOLO! Wegklasse. Oh. Du hast also einen Giftzauber. Ja, der auch eine Giftlache macht. Wie du siehst. Die brennt sicherlich super. Richtig. Und das ist gut. Ja. So, was brauchtest du jetzt gleich nochmal einen Stamm, ja? Ein Stamm oder ein Ast? Ja, ich glaube nämlich, ich habe irgendwie geschafft, meinen Rucksack komplett auszuladen. Ah, dann macht das der Knopf, der da oben drauf ist? Moment. Ach ja, das macht der Knopf. Ich habe mein komplettes Inventar, meinen kompletten Crafting-Rucksack in mein Inventar ausgeladen. Hervorragend. So. Sie Hampel. Warte mal, ich sehe gerade, ich habe einen Stamm. Das ist ja schön, weil ich habe nämlich keinen. Dafür habe ich 10 Millionen Riesennägel, die scheinbar nicht stacken. Cool. So, was wollte ich bauen? Achso, ich wollte gucken, ob ich einen Sextanten habe. Ich habe übrigens keinen. Wo kriegen wir jetzt einen Sextanten her? Ich würde gerne einen Sextanten benutzen. Hast du zufällig noch eine Handaxt? Eine Handaxt spezifisch? Eine Einhandaxt. Breitaxt, Zweihand, primitive Streitaxt. Das ist eine einhändige Axt, prinzipiell. Gib die mal bitte Beidotter. Beidotter? Du hast die jetzt. Nee, Madora. Ja, du hast die jetzt trotzdem. Das ist nämlich schon zu spät. Meh. So, warte mal. Ich muss mal gucken, was kann man denn noch mit Crafting 4 Cooles machen? Ich kann kleine Unsichtbarkeit zaubern. Ich kann irgendwelche tollen Spruchrollen basteln, die ich nicht basteln möchte. Wieso macht sie denn daraus jetzt Holzspäne? Trollo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 l. Oh, dieses Spiel, So, genau. Ich kann nämlich... Leather Scraps plus Any Dings. Oh gut, ich kann wahrscheinlich nicht meine vorhandene Rüstung wahrscheinlich nicht verbessern, nehme ich mal stark an. Ich versuch's trotzdem einfach mal. Das ist ja für mich im Inventar. Kann man Ausrüstung, die man angelegt hat, nicht direkt verbessern? Ich kann wahrscheinlich keine magische Ausrüstung verbessern, daran liegt's. Ja, das bringt das ja auch. Das bringt ja auch keine Punkte, wenn ich hier. Oder ist das hier das nicht als Lied? Nee, das. Kann ich meine magische Rüstung verbessern? Nee. Ja, wie für alle coolen Sachen braucht man irgendwie.
Was, eine mobile Küche brauche ich dafür? Was soll es denn eine mobile Küche? Was ist denn eine Mobile Kitchen? Ah, das ist ein Gegenstand. Ich weiß es nicht. Die meinen aber bitte nicht den Kochtopf, oder? So einen habe ich irgendwo hier, einen Kochtopf, warte mal. Ich kann Lederfetzen. Ich habe sogar 14 Metallreste drin, das ist wahrscheinlich was für dich. Wir müssen die Folge mal zumachen, in der gar nichts passiert ist. Noch Crafting. Crafting, jede Menge Crafting. Na gut, dann beenden wir das hier mal. Das können wir offscreen noch kurz ein bisschen rumfuchteln. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hau diese Folge, glaube ich, einfach so nebenbei raus, so als B oder so, keine Ahnung. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ihr Opfer. Oh, sind nett wieder.